Alter, Leute, Frosty ist schon wieder weg, aber oh Mann. Leute, jetzt haben wir jetzt schon das zweite Mal aus dem Augen verloren. Das Mann, Leute, das gestern nicht, aber Leute, sollen wir den jetzt wirklich verfolgen oder warte, Leute, ich hab doch ein Schema Frosty oder jetzt, Leute, ich wäre ja nicht Nevio, wenn ich nicht einen Plan B hätte. Ich habe halt dann Frosty so einen Chip platziert, also in der Zeit, als wir gegen Frosty gekämpft haben, als er am Boden lag, habe ich an seiner Maske einen Chip platziert. Stimmt, ja, oh mein Gott, ja. Jetzt können wir ihn doch auch gemütlich von hier aus, von zu Hause ordnen. Können wir ihn halt von hier drin im Warmen halt orten und müssen dann halt nicht. Oder doch, danach verfolgen wir ihn. Wir gucken jetzt halt erstmal, wo er ist, Leute. Ja, stimmt. Das machen wir dann an dem Undercover-Handy. Nicht, dass danach noch ein Virus kommt, okay? Ah ja, Mann, Leute, das. Mann, Leute, okay, ich würde sagen, ich gucke jetzt auch mal. Ich gehe jetzt auch mal in die Ortungsdurker-App rein. Ah, endlich zu Hause. Ah, ja, es ist wieder so schön kalt. Ah, endlich, jetzt habe ich Husten. Ah, naja, das nächste schon endlich in ein Zuhause. In einer schönen Kälte. Ja, das steht doch einem Schneemann wie mir. Doch gleich viel besser zu Gesicht. Nevio, wo seid ihr? Ihr Diebe! Ihr Diebe! Mein Schnee! So, Leute, dann gucken wir ja mal. Ja, Leute, ich gucke schon, ich gucke mir das schon mal, Leute. Sonst kann ich nicht arbeiten. So, dann gucken wir mal, wo sich Frosty befindet. Und, okay. Er befindet sich 230 Kilometer von ihr entfernt. Okay, Leute, wir gucken mal ganz kurz wo. In dem Parkhaus. Oh mein Gott, ja. Jackpot, Leute, jetzt wissen wir, wo er ist, Leute. Leute, jetzt könnten wir eigentlich sofort hinfahren. Aber Leute, wäre das gut, ohne einen Plan dahin zu fahren? Ohne Nägelisses, ohne einen Plan? Leute, wenn wir dahin fahren, bräuchten wir mal einen Plan. Leute, vielleicht, Leute, sollen wir mit dem Auto kommen? Oder Leute, wie sollen wir es machen oder wir nehmen irgendwas mit, vielleicht irgendwie Feuer, weil ein Schneemann schmilzt ja auch. Ja, ein Feuer, dann ein Schneemann schmilzt ja dann haben wir Matsch oder was oder Wasser. Naja, Leute, ich esse dann die seine Clownsnase, weil er hat ja nicht wirklich eine Karottennase, aber Leute, vielleicht wächst ihm die ja noch, weil bei dem wird mich nichts wundern. Dieser Schneemann ist Magie, okay, Leute. Ja, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt sofort los. Ein Auto brauche ich eigentlich nicht, weil, weißt du, Leute, ich krieg das auch zu Fuß hin. Ich habe eh keinen Führerschein. Also, Leute, auf in die Schlacht. Hier bin ich in Sicherheit. Hier ist mein Zuhause. Und hier wird mich niemand finden. Hier werden mich auch diese Diebe nicht finden. Ich spüre irgendwas. Ich spüre so ein Kribbeln. An der Nähe von meinem Ohr. Was könnte das bloß sein? Was ist das? Warte. Ein Chip. Ah. Und weg ist er. Drauftreten. Aha. Ah, diese Jungs sind so hinterhältig. Aber jetzt können sie mich nicht mehr finden. Da haben die Jungs jetzt aber wirklich Pech gehabt, oder diese dreckigen Diebe. Ah, fuck, Leute, die Verbindung zum Chip ist abgebrochen, aber, ah, Mann, Leute, mach nichts, wir sind jetzt hier gleich da, Leute, da vorne müsste sein, da vorne irgendwo müsste Frosty sein, oh mein Gott, Leute, ja. Leute, wir sind jetzt so in einer Minute oder so da, Leute, ich glaube, ich kann es da vorne schon sehen, ach, Alter, Leute, jetzt tut man auch noch, wie, Leute, ich glaube, hier ist es, aber, Leute, wir brauchen ein Ticket, um hier reinzukommen. Leute, sollen wir das machen? Ja, Leute, okay, Leute, wir machen es, um Frosty zu fangen. Okay, Leute, jetzt gehen wir mal hier hoch. Oh mein Gott, Leute, Mann, dieser Ort kommt mir bekannt vor, euch auch. Alter, Leute, gucken wir mal, ob hier irgendwo Frosty ist. Leute, oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich sehe ihn. Ich glaube, da ist so eine Garage, die ist halt ganz dunkel und in der, Leute, ist Frosty drin. Ich sehe ihn, aber Leute, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir uns jetzt anschleißen, da sollen wir direkt den überfallen und irgendwie zu Matsch machen, Leute. Mann, Leute, ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Ja, ihr könnt es jetzt mal in die Kommentare schreiben. Sollen wir den jetzt überfallen und zu Matsch machen? Oder, Leute, oder,
Oder Leute, wir schleichen uns vielleicht mal. Wir schleichen uns mal ein bisschen hier in die Nähe. Okay, Leute, ich sehe gerade hier. Oh ja, Leute, hier ist eine Deckung. Da verstecken wir uns jetzt mal. Leute, ihr seht, hier ist die Deckung. Da vorne. Das brauchst du aber, Leute, sie sollen das jetzt machen. Sollen wir einfach direkt zum Matschepampe machen oder. Oder Leute. Oder Leute, wie ist es? Oder. Ich glaube, Leute, ich habe keine Ahnung. Leute, wir müssen uns verstecken. Er hat gerade hergeguckt. Okay, Leute. Ich glaube, er hat es nicht gesehen. Ih, Leute, was ist das denn? Ja. Leute, ich stehe mal lieber auf. Und Leute, dann suchen wir uns eine andere Deckung. Und dann greifen wir jetzt gleich Frosty an. Okay. Hier irgendwo. Muss das sein? Ja, Leute. Okay, Leute. Ich würde sagen, sollen wir uns ihn jetzt schnappen oder? Oh, Leute, er guckt, ich muss mich hier verstecken. Leute, aber jetzt, Leute, ich würde sagen, bevor er wegrennt, wir greifen ihn jetzt an in 3, 2, 1 und go! Die Welt! Mein Schnee! Mein Schnee! Diese dreckigen Diebe! Die Diebe! Was macht das? Was macht dieses Auto da? Ich hab doch da eben was gesehen! Okay, Leute, wir greifen jetzt raus, die alle 3 zu 1! Jetzt ist Nevio K.O. Na, Nevio, hast du aber auch selbst Pech gehabt. Alter, Leute. Mein Kopf tut weh, Alter. Was war denn das für eine Kopfnuss, aber, hä? Leute, wo ist Frosty hin? Leute, Frosty ist weg. Oh nein, Leute, ist der jetzt weggelaufen? Ist der uns jetzt entkommen oder was, Leute? Ey, Alter. Kann doch gar nicht sein, Leute. Leute, wir müssen ihn mal rufen. Frosty! Frosty Olaf! Olaf Frosty! Dieser Schneemann! Frosty! Leute, wo ist der? Ich sehe ihn ja einfach nirgendwo. Oh Mann, Leute, dieser Boden hier ist auch so knatschig. Ja? Frosty! Frosty! Olaf! Böser Schneemann! Schneemann, böser Olaf! Frosty Olaf! Frosty, Leute, vielleicht reagiert er ja dann, wenn man ihn Olaf nennt. Leute, sollen wir jetzt mal wieder nur Olaf rufen? Olaf! Olaf Frosty! Wo bist du? Leute, ist er vielleicht hier? Hinter dieser Tür? Oh nein, Leute, hier ist er nicht. Leute, obwohl ihr doch alle geschrieben habt, er sei hier. Okay, Leute, alles eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte, Mann. Frosty. Oh Mann, Leute, Mann, ich finde ihn einfach nicht. Wo ist er? Draußen ist er auch nicht. Leute, der ist. Also ist der weg oder Leute? Oder Leute, ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, wo er hingeflüchtet ist. Vielleicht ist er auch da vorne hingeflüchtet. Ja, stimmt, zu diesem Fluchtausgang, weil die Tür, die war jetzt ja die ganze Zeit zu. Und dann war die halt einmal offen und dann ist er halt danach draußen geblieben. Dann ist er halt einfach danach draußen gerannt. Und ja, Leute, das würde auch alles Sinn ergeben. Leute, Frosty hat den Chip abgemacht, Leute. Wir haben jetzt den Chip nicht mehr, Leute, ihr müsst dann sagen, Frosty, oder Leute. Vielleicht ist er auch da vorne, gerade außen die Richtung abgekommen. Oder Leute, keine Ahnung, ja, vielleicht dann bis zum Fluchtausgang eins nach oben, ja, oder irgendwie so. Okay, Leute, alles klar, schnell dahin.